Hallo und herzlich willkommen zur Steinbeis Lunchbreak. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine der zentralen technologischen Herausforderungen unserer Zeit ist die sogenannte Mobilitätswende. Da denken wir alle sofort an den Automotive-Sektor, Pkw, Lkw etc. Aber auch Fahrräder und E-Bikes leisten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieser Mobilitätswende. Und auch in diesem Bereich geht es ganz entscheidend um die Entwicklung innovativer Antriebsformen und Getriebetechnologien. Genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen, und zwar in einer ganz besonderen Ausgabe unserer Steinbeis Lunchbreak. Und zwar haben wir heute die aktuellen Preisträger des Transferpreises der Steinbeis Stiftung Löhnpreis bei uns zu Gast. Und wir freuen uns. Herzlich willkommen, dass Sie bei uns sind. Einmal Herr Professor Markus Klei, Steinbeis-Unternehmer im Steinbeis-Transferzentrum Innovative Antriebstechnik und Abwärmenutzung und Professor für Konstruktion an der Hochschule in Aalen, und Dominik Meyer, Projektmanager bei der H&B Hightech GmbH. Herzlich willkommen bei uns in der Lunchbreak und natürlich als allererstes mal herzlichen Glückwunsch zum Transferpreis. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen und in dieser besonderen Ausgabe erklären dürfen, um was es eigentlich ging in diesem tollen Projekt, wo wir jetzt auch ganz froh sind, dass wir den Transferpreis erhalten. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Glückwünsche, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, glaube ich, beide sehr, heute hier zu sein, ja, und sind auf das Gespräch sehr gespannt. Genau, und Sie haben ja in Ihrem gemeinsamen Projekt wichtigen Beitrag geleistet, auch damit eben die Mobilitätswende auch gelingen kann und wir eben auch im Bereich Fahrrad, E-Bike eben dort Lösungen auch entwickeln können für eine nachhaltige Mobilität. Und Sie sind beide Experten für Antriebstechnologien und wir wollen natürlich das Projekt, an dem Sie zusammengewirkt haben, auch gleich ein bisschen besser kennenlernen. Und das zeichnet den Transferpreis natürlich aus. Es werden immer beide Facetten eines solchen Transferprojektes ausgezeichnet. Zum einen der Transferunternehmer und zum anderen eben der Firmenpartner aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Und wir wollen eben gleich schauen auf das Projekt. Da geht es um die Entwicklung eines Prüfstandes für ein innovatives Radnabengetriebe, das 3X9 Radnabengetriebe, und da wollen wir gleich eben auch mehr drüber erfahren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und auch in dieser ganz besonderen Ausgabe unserer Lunchbreak können Sie sich natürlich gerade deshalb auch heute wieder aktiv mit einbringen. Schreiben Sie unseren beiden Gästen gerne eine E-Mail mit Ihren Gedanken, Ideen und Anregungen. Ihre Kontaktdaten finden Sie wie immer unterhalb dieses Videos bei YouTube für Sie eingeblendet. Die H&B Hightech GmbH steht für Werkstoff-Know-how, zukunftsweisende Fertigungstechnologien und Produktneuentwicklungen. Um neue Geschäftsbereiche zu erschließen, beschloss das Unternehmen 2020, seine Automobilkompetenz auch in der Bike Technology einzubringen. Das Ergebnis? Die Produktmarke 3X3. Diese steht für innovative Fahrradkomponenten auf hohem technischen Niveau und in eigener Herstellung. Herzstück der Marke ist die 3X39 Nabenschaltung, die bei Langstreckenfahrrädern, Mountainbikes oder Lastenrädern mit und ohne E-Antrieb eingesetzt werden kann. Um die Produktentwicklung der 3X39 in-house umsetzen zu können, war das Unternehmen auf der Suche nach einem geeigneten Projektpartner zur Konzeption, Konstruktion und Erprobung eines Prüfstandes. Fündig wurde man beim Steinbeis Transferzentrum Innovative Antriebstechnik und Abwärmenutzung. In enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Aalen werden dort innovative Antriebslösungen entwickelt und erprobt. Ende 2020 fanden dann erste Gespräche zwischen den Partnern statt und der Grundstein für eine erfolgreiche, zukunftsweisende Zusammenarbeit wurde gelegt. Gemeinsam haben sie 5 Anforderungen an den Prüfstand definiert. Erstens, die Erprobung der 3X39 Nabenschaltung und deren Abwandlungen. Zweitens, der Antrieb des Radnabengetriebes über Riemen und Kette. Drittens, ein schneller und flexibler Wechsel der Prüfgetriebe. Viertens, kein Einspeichen der Getriebe erforderlich. Fünftens, die Schaltvorgänge des Getriebes müssen im Prüfbetrieb möglich sein. Und wie genau funktioniert der Prüfstand? Ein Antriebsmotor treibt über eine Gelenkwelle ein Kettenrad an. Am anderen Ende, der Abtriebsseite, finden sich die gleichen Bauteile in einem gespiegelten Aufbau wieder. In der Mitte wird das Nabengetriebe eingespannt. Es wird über eine Starkse gehalten und über Ketten sowie die angebrachten Kettenräder und Ritzel betrieben. Die linke Kette verläuft genauso, wie es auch später im Fahrrad der Fall ist.
Auf der Seite der rechten Kette befindet sich normalerweise die Bremsscheibe. Im Prüfstand kann dort über eine Anflanschung die Narbe gebremst und der Widerstand der Straße abgebildet werden. Bei einer Prüfung passiert Folgendes. Im Steuerstand wird das Lastkollektiv eingestellt, das abgefahren werden soll. Daten wie Drehmoment und Drehzahl werden von der verbauten Sensorik erfasst, sowohl auf der An- als auch auf der Abtriebsseite, um den Wirkungsgrad des Narbengetriebes zu bestimmen. Das Team um den Steinbeiß-Experten Professor Markus Klei baute den Prüfstand schnell auf. Die dafür notwendigen Teile und Materialien wurden über vorhandene Netzwerke beschafft oder von H&B Hightech selbst hergestellt. In jedem Entwicklungsstadium erhielt das Steinbeiß-Team einen Prototypen der Narbe, testete diesen und gab Feedback an die Produktentwickler, die das Produkt weiter optimierten. Durch diese gegenseitige Rückkopplung konnten die Produkt- und die Prüfstandentwicklung parallel stattfinden. Wie geht es weiter? H&B Hightech und das Steinbeiß-Team aus Aalen haben schon nächste Schritte im Blick. Das Testen am Prüfstand soll effizienter werden und die Schaltqualitätsoptimierung ermöglichen, damit das Schalten bei noch höheren Lasten realisiert werden kann. Das Projekt ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft und unterstreicht die Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers für den Produkterfolg. Ja, Herr Meyer, dann starten wir doch gleich mit Ihnen. Ich hatte es gesagt, Sie sind Projektmanager bei der H+B Hightech GmbH. Das ist ja ein Unternehmen, das aus dem klassischen Automotive-Bereich kommt, Motorentechnologien anbietet. Und Sie haben jetzt in letzter Zeit ein neues Geschäftsfeld aufgezogen, Bike Technology. Vielleicht können Sie mal erklären, was da die Motivation war. Welchen Beitrag wollen Sie damit leisten? Ja, wie so oft im Leben passierte das Ganze über einen Zufall. Wir hatten mit dem Kontakt Karl-Heinz Nicolai, der sehr, sehr bekannt in der Bike-Branche ist, jemanden, der uns dazu motiviert hat, ein eigenes Produkt zu entwickeln und weiter voranzubringen. Und mit diesem Gedanken und auch hinsichtlich den politischen Entscheidungen weg von Verbrennungsmotoren, diese Technologie wird leider Gottes sterben, müssen wir uns neue Bereiche suchen, und durch diese zwei Motivationen sind wir eigentlich dann zu dem Getriebe, zu der Entwicklung zu dem Getriebe gekommen. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, das heißt, das innovative Lösung, die Sie dort entwickelt haben, ist das 3x39 Radnabengetriebe. Was ist da das Innovative, was ist das Neue? Wir können hohe Drehmomente, ich muss weiter ausholen, wir können mehr Drehmoment verarbeiten. Das kommt daraus, dass die Motorentechnologien in den Fahrrädern immer besser wird, immer effizienter wird und somit auch immer bessere, höhere Drehmomente verarbeitet werden müssen. Das ist mal das eine Thema. Und auch weg von der Kettenschaltung hin zum Nabengetriebe, die Schrägstellung der Ketten ist ein großes Thema. Die Wartungsarme, das Getriebe ist relativ wartungsarm gegenüber einer Kettenschaltung. Das sind so die innovativen Punkte, die wir haben. Anwendungsmöglichkeiten, habe ich gelesen, sind ja sehr vielfältig. Das geht von Langstreckenfahrrädern über Mountainbikes, Lastenräder und so weiter. Und dann natürlich auch jeweils konventionell und auch im E-Bike-Bereich. Ist das eine besondere Herausforderung, das so vielfältig anwendbar zu machen? Auf jeden Fall. Also mit dem E-Bike müssen wir nicht das Hauptaugenmerk auf das Gewicht der Narbe legen. Das wiederum ist beim Fahrrad ohne Antrieb natürlich ein Thema. Also hier möchte ich schon schauen, dass das Fahrrad leicht ist. Sonst brauche ich relativ viel Power in den Beinen, wenn ich den Berg hochfahren möchte. Sie wollen ja auch Stabilität dem Kunden dann anbieten. Und da geht es dann natürlich auch schon um diesen Prüfstand, dass man eben Testläufe verschiedener Art durchführen kann. Welche Rolle spielt das für das Produkt, so einen Prüfstand zu haben? Wir wollten die Produktentwicklung so effizient wie möglich gestalten. Wir wollten die so kurz wie möglich halten. Und damit wir schnell Daten bekommen,
vergleichbare Daten auch bekommen, war es unabdingbar, dass wir auf einen Prüfstand gehen. Wir mussten uns einen Prüfstand bauen oder bauen lassen, wie gesagt, damit wir so schnell wie möglich die vergleichbaren Daten haben. Prima. Herr Professor Klei, da kamen Sie ins Spiel, Stichwort Prüfstand. Was waren die Anforderungen an Sie? Also Sie haben da ja einen wesentlichen Beitrag geleistet, diesen Prüfstand zu entwickeln. Was waren die Anforderungen, die man braucht, um eben so einen Prüfstand dort dann auch fahren zu lassen, auch mit den Zielen hinsichtlich des Produkts? Also die Anforderungen sind, wie auch üblich in solchen Projekten, zunächst mal noch zu entwickeln. Also wir mussten erst mal schauen, was wird denn benötigt für so ein Nabengetriebe. Üblich sind zum Beispiel Rollenprüfstände, wenn man komplette Fahrräder testet. Aber für Nabengetriebe wollen wir dieses Getriebe nicht jedes Mal einspeichern. Den Aufwand will man vermeiden. Und deswegen hat man einen speziellen Prüfstand entwickeln müssen, der auf der einen Seite auch mit dem Riemen- oder Kettenantrieb den realitätsnahen Antrieb hat, wie es auch nachher im Fahrrad eingebaut ist und auf der anderen Seite auch das Drehmoment abtreibt, obwohl wir nicht die Speichen haben. Also für einen schnellen Wechsel im Prüfstand war auf jeden Fall ein wichtiger Fokus drauf zu legen. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, wenn man neben dem Prüfstand ist, was man testet. Ja, also die Zyklen, wie man die Belastungen wählt über der Zeit, ist wichtig. Wenn man da zu hohe Belastungen wählt, dann gehen die Getriebe dauernd kaputt. Wenn man zu geringe wählt, dann gehen sie nachher im Feld kaputt, aber nicht am Prüfstand. Und das zu ermitteln, da war natürlich auch sehr viel Dialog mit dem Projektpartner erforderlich, weil wir wissen, in welchen Markt muss es rein, in welche Anwendung soll es rein. Und das führt letztendlich dazu, wie man die Belastungen auslegt. Und das war auch ein ganz wichtiges Segment, dass wir am Prüfstand das ermöglichen, dass wir variable Lasten sehr realitätsnah abfahren können. Wie sind Sie in Kontakt miteinander gekommen? Hat das funktioniert? Also eine Firma entwickelt jetzt ein innovatives Produkt und braucht da eine Lösung. Wie funktioniert das, dass man dann mit jemandem, der in der Wissenschaft verortet ist, dann in Kontakt kommt? Ich würde die Frage übernehmen. Ich habe vorhin von Zufällen gesprochen. Auch hier war es wieder ein Zufall. Unser Betriebsleiter wohnt zufällig neben einem Antworter als Doktorand. Ja. Mitarbeiter an der Hochschule. Zufällig nebendran und so ist der Kontakt eigentlich entstanden. Der Herr Bauer druckt das Thema dann zum Markus Klei und so ist das Ganze dann zum Rollen gekommen. Genau. Also wir haben ein Faible fürs Fahrradfahren und der besagte Mitarbeiter Manuel Bauer, der aktuell an der Hochschule bei uns promoviert, ist auch ein begeisterter Fahrradfahrer und das wusste der Herr Flath. Und dann kam der Kontakt zustande und dann hat es natürlich perfekt gepasst, weil wir auch an der Hochschule große Prüfstände betreiben für die Pkw-Welt, für die Industriegetriebe und da passt es natürlich auch sehr gut, dass wir in dem Bereich, wo wir uns auch sehr wohlfühlen, nämlich im Fahrradbereich, auch einen Prüfstand dafür entwickeln. Es gab wechselseitige Leidenschaft, nehme ich mal mit, auch für das Thema. Das ist ganz, ganz wunderbar. Trotzdem, jetzt vielleicht für Sie auch als Firma aus der Wirtschaft, wie ist es, mit einem Professor von der Hochschule zusammenzuarbeiten, der jetzt eher aus der Wissenschaft kommt? War das gewöhnungsbedürftig oder hat das sofort gematcht? Nee, gar nicht. Also wie Sie sagen, es hat sofort gematcht. Es kommt natürlich hier geballtes Wissen, geballtes Know-how über Getriebe, weil man muss bedenken, in der Nabe selber haben wir eigentlich klassischen Maschinenbau, klassisches Getriebe. Und da müssen wir die Welt, glaube ich, nicht neu erfinden. Zum Teil in einzelne Baugruppen vielleicht schon, aber grundsätzlich war das geballte Power. War sehr gut. Und wenn man noch mal ein bisschen tiefer reinschaut, also ich sehe schon, da gibt es eine gute Schnittmengen. Was waren dann genau Ihre Aufgaben jetzt als Transferunternehmer, Herr Professor Klei, die Sie dann in dem Projekt dann auch konkret ausgeübt haben? Also drei Segmente. Das erste Segment war die Entwicklung von den Prüfvorgaben, einem Kollektiv,
einer Lastzeitvorgabe, wo man Drehzahl, Drehmoment variiert, so dass es einerseits das repräsentative Fahrverhalten abbildet und es dann letztendlich auf den Prüfstand überträgt und dann am Prüfstand das wiederholt fährt, um dann sehen zu können, dass nach einer gewissen Laufzeit das Getriebe erfolgreich den Test absolviert hat oder auch mal vielleicht frühzeitig zu erkennen, dass man wo nochmal nachkorrigieren muss. Das zweite Segment, wie vorher erwähnt, war das Thema, dass man ein Prüfstandskonzept entwickeln muss, wo ein schneller Wechsel möglich ist von den einzelnen Prüfgetrieben, Nabengetrieben, aber auch die Lasteinleitung ermöglicht. Das heißt, eine Herausforderung bei Prüfständen ist das, dass man Lasten einleitet, die aber dann in der Realität im Fahrzeugverbau anders nachher sind. Und das war auch ein wichtiger Schwerpunkt. Und das dritte Segment, dieses Getriebe, ist ja auch verfügbar mit einem automatisierten Schaltaktuator. Und das ist eine mechatronische Komponente, die dann die Schaltung über Tipp ermöglicht. Und um diesen Aktuator auszulegen, benötigt man natürlich auch die Belastung, die beim Schalten auch unter Teillast möglich sind. Und auch hierfür haben wir umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Prima, sehr spannend. Und Herr Meier, jetzt gibt es ja auch andere Anbieter, die solche Getriebe auch anbieten. Was ist jetzt sozusagen der Vorteil für die Nutzerin, den Nutzer? Wir uns gucken bestimmt auch viele radsportaffine Menschen zu, die sich jetzt fragen, Mensch, ist das auch was, was ich in mein Fahrrad gerne eingebaut hätte? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Was sind jetzt die Vorteile in der konkreten Nutzung? Also wie gesagt, auf jeden Fall die hohen Drehmomente. Wir haben 9 definierte Gänge, die alle gleich abgestuft sind. Ist auch eine Kunst, das so vorneweg zu entwickeln. Wir können die Adaption ans Fahrrad, wir können einen Schnellspanner, das kennen die meisten, das ist die 5 mm Achse, die da durchgeht und dann spanne ich die Achse und auch aber für hauptsächlich Mountainbike-Sektor die 12 mm Steckachse. Das war die konstruktive Herausforderung, warum das Ganze auch ein bisschen größer ist, wie sämtliche, die es schon am Markt gibt. Und ansonsten natürlich auch die süddeutsche, schwäbische Entwicklung. Wir stehen für Bauteile, die wir aus der Region einkaufen und auch selbst sehr viel produzieren. Das spricht natürlich auch noch für uns. Was sind da Ihre Hauptzielgruppen? Wer möchten Sie damit ansprechen? Wir möchten eigentlich uns vor keinem Markt verschließen. Also die Nabe, die sollte für jedermann sein. Wir können die Nabe in einem Urban Bike, in einem S-Pedelec, in Mountainbike, Fully. Wir möchten uns vor niemand verschließen. Also die Nabe ist eigentlich für jedermann gemacht. Wie sieht es mit dem Profi-Radsport aus? Ist das auch ein Segment, wo Sie damit rein können? Können das da einen Beitrag leisten? Da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten. Okay, ja. Schwieriger Markt, genau, aber spannende Perspektive ja vielleicht. Herr Meier, jetzt liegt Ihnen als Firma ja auch sehr das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Gab es da auch Anforderungen an den Prüfstand in Bezug auf Nachhaltigkeit, also Ressourceneffizienz und so weiter? Aber hat das eine Rolle gespielt? Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben uns sehr, sehr, die Entwicklung war auch hier genauso wie beim Getriebe selber sehr schnell. Wir mussten ganz schnell an ein Ziel kommen. Wir haben vorhandene Ressourcen schon genutzt von der Hochschule und war definitiv ein Thema. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit, es ist so, dass wir einen Prüfstand hat, der elektrisch verspannt ist. Also wir speisen vorne über den Antriebsmotor die Leistung ein und die Antriebsenergie wird dann auch wieder über eine zweite elektrische Maschine, die dann im Generatorbetrieb läuft, zurückgespeist, so dass wir tatsächlich in den Prüfbetrieb nur die Verlustleistung, die dann im Triebstrang vorhanden ist, eigentlich zuspeisen muss.
Es ist üblich bei sehr leistungsstarken Antrieben, dass man das so macht, auch im Prüfbetrieb. Bei kleineren Leistungen, ja, also wir sind ja hier im 100-Watt-Bereich für so einen Prüfstand, gibt es durchaus auch Lösungen, die dann einfach die Verluste fahren. Und da hat man sich eigentlich klar entgegen entschieden, dass man auch aufgrund von der Nachhaltigkeit eben die elektrische Leistung zurückspeist. Und zudem kam auch noch, dass der Prüfstand alleine laufen muss, also ohne Beisein von Personal, über Nacht, Wochenende, war für uns sehr, sehr wichtig. Prima. Nachhaltigkeit ist ja ein ganz zentrales Thema bei der schon angesprochenen Mobilitätswende. Insgesamt auch viele andere Themen kommen damit dazu. Herr Professor Klei, merken Sie, dass sich da jetzt richtig was tut, dass sich was wandelt, auch an der Arbeit konkret in Ihrem Steinbeiß-Unternehmen? Und in welche Richtung geht da die Reise? Welchen Beitrag leistet eben dann auch Ihre Expertise zum Thema Mobilitätstechnologien zu dieser Mobilitätswende? Also das ist in den letzten Jahren schon ein ganz großes Thema geworden. Im Segment Leichtbau, ja, das dann auch wieder mit Ressourceneffizienz zu tun hat, haben wir Projekte im Bereich Wirkungsgradoptimierung, Verlustleistungsreduzierung und damit verbunden natürlich auch CO2-Einsparung, haben wir Fragestellungen, die wir dort bearbeiten. Aber dann bei uns mit unserer Expertise für Erprobung natürlich auch immer rund um das Thema neue Antriebsstrangkonfigurationen, die natürlich jetzt im Segment der Elektromobilität aktiv sind, haben wir auch viele Projekte. Und man muss natürlich auch nochmal ganz klar sagen, dieser Antrieb, dieses Antriebskonzept, ja, zeigt ja auch auf, was aktuell passiert im Bike-Bereich, nämlich dass natürlich dieser Trend da ist zu diesen E-Bikes, ja, etabliert, aber dass natürlich die klassische Schaltung danach ziehen muss. Ja. Und hier geben auch rein mit diesem Getriebe, das dann eben viel wartungsärmer ist, auch diese höhere Belastung über die Zeit mit weniger Wechsel von Verschleißteilen über die gesamte Radlebensdauer dann leben kann. Das ist so ein typisches Segment, wo wir auch an andere Stellen sehen, dass da auch unsere Partner, unsere Kunden sich hinbewegen. Ja, sehr, sehr spannende Entwicklung, super spannendes Projekt und sicherlich vollkommen zu Recht auch ausgezeichnet mit dem Transferpreis. Als Sie davon erfahren haben, dass Sie diese Auszeichnung erhalten, wie haben Sie sich gefühlt? Wie war das für Sie? Ich kann mich sehr gut erinnern, als Professor Löhn bei mir angerufen hat und mir die Entscheidung mitgeteilt hat und da habe ich natürlich mich sehr gefreut. Ich bin seit dem ersten Tag, wo ich an der Hochschule bin, Steinbeiß Unternehmer und ich habe das schon oft miterleben dürfen an den Steinbeiß Tagen und habe mich immer gefreut, wenn da tolle Projekte ausgezeichnet wurden und ich fühle mich sehr geehrt, dass wir jetzt auch in diesen Kreis dazugehört und natürlich auch in einem Segment Fahrrad, wo auch das Hobby mit verbunden ist und dann mit so einem tollen Partnerunternehmen 3x3, da freuen wir uns ganz besonders. Genau, jetzt sind Sie selbst ausgezeichnet worden. Wie war es für Sie, Herr Mayer? Auch bei uns im Unternehmen, in der Entwicklung von so einem Produkt erfährt man ganz häufig Rückschläge und wenn dann doch am Ende des Tages ein Preis, eine Würdigung für das, was man geleistet hat, rauskommt mit einem guten Partner. Klasse, das freut uns, das ganze Team hat sich gefreut und ja, sind auch sehr dankbar. Ich denke, dieser Preis jetzt speziell auch für dieses Projekt, wo es ja darum geht, dass man ein neues Produkt am Markt testet, unterstützt auch durchaus die Botschaft, dass eigentlich das Produkt vermitteln will, nämlich dass es ein sehr robustes, gut getestetes, an einem ganz modernen Prüfstand untersuchtes und bewährtes Getriebe ist. Und da habe ich mich auch nochmal besonders darüber gefreut, dass es eben auch einem wichtigen Entwicklungssegment auch einen Beitrag leistet und dann auch zu diesem großen Produkterfolg vom 3x3 beiträgt. Ja. Super Projekt und eine tolle Auszeichnung. Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Zusammenarbeit? Setzen Sie das fort? Gibt es weitere Ideen?
Die Entwicklung wird bei uns stetig weitergehen. Das wird nicht einschlafen. Wir haben jetzt gerade aktuell noch nichts Konkretes, wie wir weitermachen, aber dass bei uns das Thema weitergeht und dass wir weitere Prüfstände brauchen werden, das wird so sein und da werden wir immer mit der Hochschule sprechen. Der Prüfstand läuft. Prüfstand läuft. Jeden Tag, vermutlich auch aktuell. Wird aktuell laufen. Funktioniert. Ich denke, ein Thema wird ja noch sein, wenn neben diesem Entwicklungsprüfstand auch ein Prüfstand vielleicht kommt, der für eine Endabnahme in der Serienproduktion ist. Da unterstützen wir auch wieder sehr gerne. Genau. Haben Sie denn schon mal selber eine Radtour unternommen mit einem Fahrrad, das diese 3x39-Radnabe auch eingebaut hat? Und wie war das für Sie? Was war das für eine... Ja, was haben Sie da für Gedanken gehabt? Wie hat sich das angefühlt? Also man konnte unter anderem das auch schon auf der Messe fahren. Letztes Jahr auf der Eurobike in Frankfurt war es möglich, dieses 3x3 zu erleben auf dem großen Messengelände und sehr beeindruckend. Das Besondere ist natürlich auch, dass dieses Schaltverhalten in Kombination mit der Lastrücknahme wirklich sehr gut funktioniert hat. Am besten ist ja auch natürlich ein Getriebe, von dem man eben beim Fahren nichts hört und das einen nicht stört. Ja? Also es ist unauffällig, wie erwartet, man sitzt drauf und man beschäftigt sich natürlich im Fahrradfahren nicht mit dem Getriebe, ja? Weil jedes Getriebe, das einen beschäftigt, ist eher so, dass dann was auffällig und störend ist. Also von der Seite ein sehr gelungenes Produkt, das sehr gut zum Nutzerverhalten, zum gewünschten Nutzerverhalten passt, meine Erfahrung. Mhm. Herr Mayer, haben Sie schon mal getestet selber? Täglich. Täglich? Genau, also täglich, privat und auch natürlich in der Firma. Wir haben jeden Tag einen neuen Entwicklungsfortschritt und auch die Leidenschaft dazu kommt auch persönlich. Ich fahre sehr gerne mit einem Fahrrad, besonders jetzt natürlich mit einer 3x3-Einschaltung. Von daher, wie gesagt, auch am Wochenende mache ich das sehr gerne privat. Perfekt. Du hast schon kurz auch angedeutet, ist natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, was kommt als nächstes? Was haben Sie sich noch vorgenommen, jetzt in nächster Zeit zu machen? Projekte, was treibt Sie an, was motiviert Sie, was würden Sie gerne umsetzen? Vielleicht starten Sie, Herr Mayer. Klar, für uns ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Wir sind gerade dabei, die Finalisierung von unserem E-Shift nennt sich die Ansteuerung, die Art der Ansteuerung für das Getriebe. Die neuen Gänge müssen irgendwie eingelegt werden. Die kann man entweder über einen mechanischen Drehshift, wie es so wahrscheinlich jeder kennt, und dann über eine Tiptronik, die dann elektromechanisch die Gänge einstellt und automatisch schaltet. Und da sind wir jetzt gerade noch in der finalen Runde, dass wir das voll fertigstellen und auf der Eurobike im Serienzustand präsentieren können. Prima, super spannende Perspektive bei Ihnen, Herr Professor Klein. Also das Thema Prüfstand ist natürlich unser großes Thema und hier geht es dann auch immer mehr um effizientes Testen. Das heißt, der Abgleich von den realen Belastungen und Prüfstand, um auf Raffungen am Prüfstand, Prüfstandszeiten weiter zu reduzieren, ist ein großes Thema. Dann auch Möglichkeiten zur Schaltqualitätsoptimierung, also dass dieses Schalten auch bei noch höheren Lasten möglich wird. Das wären so grundsätzliche Themen, die uns natürlich interessieren werden, wo wir uns rein bewegen. Aber ansonsten haben wir natürlich auch noch viele andere Transferthemen, die wir auch noch weiter begleiten, auch aus dem Segment Leichtbau, wie vorher erwähnt. Genau, dabei wünschen wir Ihnen natürlich beiden ganz viel Erfolg. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und jetzt sind Sie gefragt. Sie können unseren beiden Gästen gerne eine E-Mail schreiben mit Ihren Gedanken, Ideen und Anregungen. Die Kontaktdaten sind wie immer unterhalb dieses Videos für Sie eingeblendet. Für heute war es das. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse und sagen Ciao und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.